Mit Bacon kann man ja richtig viel machen, genauso wie dieses Rezept, was ich euch heute gerne zeigen möchte. Und zwar ist das eine Bacon-Paste. Und was ihr dafür Zutaten braucht und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Das sind jetzt alle Zutaten, die wir brauchen für die Bacon-Paste. Hier vorne in der kleinen Schüssel haben wir Trockenzutaten drin, und zwar 4 Esslöffel Braunzucker, 2 Teelöffel Salz, 2 Esslöffel Paprikapulver, dann zusätzlich noch 2 Esslöffel geräucherten Paprikapulver, 1 Teelöffel gemahlenen Pfeffer, 1 Teelöffel Knoblauchpulver und ein ganzen Teelöffel Zwiebelpulver. Dann brauchen wir natürlich für die Bacon-Paste Bacon. Da habe ich jetzt hier ca. 10 Scheiben Bacon von Gavinat und etwas Olivenöl. Machen wir dann jetzt erstmal die Paste. Was wir auf jeden Fall machen müssen am Anfang, ist halt den Bacon klein machen. Das ist hier in dem Fall schon geschehen. Und jetzt kommen wir zu der Sauerei überhaupt. Ihr müsst natürlich halt hier so einen kleinen Zauberstab haben, und dann machen wir das hier alles schon mal so klein. Ist jetzt alles zerkleinert, das heißt, es ist halt so eine glatte, homogene Masse. Und jetzt kommen wir halt zu dem Gewürz. Das muss hier alles mit rein, schön vorsichtig mit rein kippen. Und dann wird das Ganze nochmal mit der gleichen Maschine zerkleinert. Das wird jetzt wieder laut bei euch. Das mache ich jetzt hier in dem Fall erstmal, und dann ist die Baconpaste auch schon fertig. Aber dann sehen wir uns gleich nochmal. Ich hatte das Öl ja nicht ohne Grund hier stehen, das wollte ich fast unterschlagen. Es wird nach einer Zeit halt sehr, sehr trocken. Und dann geben wir hier jetzt halt nicht viel Olivenöl rein. So ein bisschen reicht schon. Und dann mixen wir das Ganze nochmal durch. Ihr werdet dann halt sehr, sehr schnell merken, dass es dann halt auch leichter geht. Wenn ihr meint, es ist halt immer noch zu trocken, gebt halt immer noch ein bisschen Öl nach, so wie jetzt hier in dem Fall. Ich gebe nochmal ein bisschen nach. Und dann wäre sie auch fast schon fertig. Das war's. Die Baconpaste oder das Rezept zu der Baconpaste. Damit kann man sehr, sehr viel machen. Und was genau, das seht ihr in den zukünftigen oder in den nächsten Videos von mir. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr wie immer unter mir. Für weitere Tipps und Tricks oder geniale Rezepte schaut auf tobias.grill.de nach.